herzlich willkommen hier auf der Altenstein. Wow. Ups, ups, ups. Ja, der Shader Cache habe ich schon geleert. Gehen wir mal schön in die Innenansicht. Und wir werden Raps ernten. Wir wollen noch Schweine holen hier. Wir haben eine Kuh. Das werden wir auch erhöhen. Und die Wiese muss unbedingt gemäht werden. Ja, es ruckelt hier in der Innenansicht sehr. Wie gesagt, hat vorher Hof Bergmann aufgenommen. Und ja, da hat mir das Netzgarn-Addon einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann habe ich einen Shader Cache geleert. Okay, wo ist ein Feld 2? Rechts rum und dann irgendwann links. Jetzt hoffe ich, dass kein Gegenverkehr kommt. Ja. Das hat ja perfekt gepasst. Ihr seht hier nicht ganz alt der Ferguson, aber auch kein neues Gerät. Da steht auch ein Drescher, aber ich glaube, den können wir nicht mehr so ganz verwenden. Ui, ui, ui. Ihr seht hier schon, ja. Das passt alles gerade so. Da ist nicht mehr viel Luft. Und wir werden auch vom Raps Stroh sammeln. Das werden wir für die brauchen und dann hoffe ich, dass wir bei der Sorghum hier so noch genügend nachbekommen. Und der Drescher hat leider keine Aufnahme hinten. Das heißt, wir müssen uns das Schneidewerk selbst zuführen. So. Wo steht's hier? Hab's sogar so rum reingestellt. Gar nicht mal dran gedacht. So, einmal train. Und schon sind wir wieder unterwegs. Aber diesmal fahren wir eine andere Route. Das heißt nicht, dass die... Oh, also ihr merkt hier... Schlaglöcher ohne Ende. Und das ist kein Drehschema. Also hier... Das reicht zum Rumkommen. Holen wir schön weit aus und hoffen mal, dass wir über die Brücke kommen. Jawohl. Also viel mehr Luft haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Da wir hier schon mal lang gefahren sind. Oh, funktioniert das auch. Da ruckelt es jetzt nicht mehr so.
So. Jetzt geht die Kamera wieder. Okay. Dann wollen wir mal schnell in den Drescher. Yep. Wir haben hier Fruchtzerstörung an Pflügen notwendig, Kalk. Und wir wollen uns trotz, sag ich mal, der nicht ganz so großen Karte auch dem Precision Farming zuwenden. Yamas. Da werden wir Bodeninformationen kaufen. 350 Euro hier. Ja, auf der Altenstein, das wird eine Herausforderung. Haben einen Hof übernommen. Mit ein paar Gerätschaften. Aber gut. Wir haben auch einen kleinen Pfänd. Okay, für die Wiese geht's nicht. Wir haben auch einen Pfänd. Geräteträger. Nicht die Nimmer auf der Hofbergmann haben, die ältere Version. Aber das werdet ihr alles nach und nach im Let's Play sehen. So. X ist doch ausklappen. Jetzt macht das. Ah, es wird ein paar Ballen geben, aber nicht viele. Und auch nicht viel Ertrag. Aber wir sind um jeden Krümel froh. Das Raps, ja, den Raps werden wir brauchen für unsere Schweine. Aktuell haben wir 4 Stück, aber es sollen mehr werden. Schönes Vorgewende. Also ihr seht, wir sind hier auch schnell fertig. Mission hier mit 200 Euro. Ja. Muss man sich überlegen, ob sich das lohnt. Müssen wir Kalk, Dünger, Saatgut, brauchen wir alles hier. Müssen wir demnächst Großeinkauf machen. Und wir haben Realistic Seeder drauf, das heißt, wir müssen uns dann überlegen, was wir überhaupt anpflanzen wollen. Weil dementsprechend müssen wir uns auch das Saatgut holen. Also ich habe Auto Drive ja drauf, aber das habe ich vergessen aus dem Mod-Ordner rauszutun, aber ich glaube, hier braucht man nicht unbedingt Auto Drive. Kalkstreuer haben wir noch gar keinen, seht ihr? Düngerstreuer haben wir, aber keinen Kalkstreuer.
Passt genau drüber. Komm mal rum. Ja. Oh, die Felder sind natürlich nicht ertragreich. Wir haben auch kein Kalk gestreut gehabt. Am Ende der Bahn zeigen wir euch mal, welche Felder uns gehören. Wir haben auch noch hier die 34 Wiese und die 29 ist abgeerntet, die 18 mit Kartoffeln, die 23 mit Mais. Hier hat man noch Raps, der Weizen von der 21 ist auch schon runter. Und wir haben noch Sonnenblumen als Proteinfutter. Und gehen wir mal auf die Tiere. Hühner haben wir. Die können jetzt anfangen zu produzieren. Und ihr seht hier, wir brauchen unbedingt Futter und vor allem Stroh. 20.000 Liter schon drin. Nach der Ernte von dem Feld werden wir uns natürlich darum kümmern, dass die Schweine dann schon mal gleich den Raps reinkriegen und auch Wasser, weil wir haben August und bei den Temperaturen ja, die Vorbesitzer waren dann nicht mehr so in der Lage, den Hof zu führen. Jetzt haben wir den geerbt, mussten dann auch schnell her, wegen den Tieren. Und jetzt müssen wir hier mal ganz schnell ernten, dass uns das nicht verdorrt oder verfault. Und machen wir einen schönen Screenshot. Und ihr seht hier gerade mal 1500 Liter. Da bleibt zu hoffen, dass die Schweine ganz so viel fressen. So, ausschalten kann man auch. Und dann wollen wir mal das Schneidewerk wieder abhängen und schon sind wir durch mit der Ernte. Rucki. Die Kamera bleibt als gerne hängen. Warum auch immer. Haben wir ja auf der Hofbergmann ja auch. So, das Schneidewerk hängt und ab geht's zurück. War mal eine Innenansicht. Schon geil gemacht. Und beten, dass uns kein Auto entgegenkommt, wie vorhin. Als nächstes wird hier Tierversorgung auf dem Plan stehen und Kühe kaufen und Gras mähen. Bevor wir Kühe kaufen, erst die Wiese platt machen.
und dann geht's weiter. So. Am Mähdrescher kommt man hier relativ gut rum. Auch in der, kaum ausgesprochen. Und ihr habt auch gehört, die Sounds hier beim über die Brücke fahren. Sehr schön. Wir hängen irgendwo. Aber wir haben keinen Spiegel. Jetzt. Hier ist auch nochmal eine Abstellkammer. Und wie im 17er die schöne Durchfahrhalle. Aber wir haben vergessen abzutanken. Jetzt ist ja nur die Frage, es ist ja nicht viel drin. Ob man das unbedingt umbauen kann, müssen, sollen, können, dürfen. Gucken, dass wir das jetzt hier beim Fett gleich aufladen. Da sollte eigentlich alles drauf gehen. Passt das? Ja, das hat doch wieder wie die Faust aufs Auge gepasst. Werden wir das noch bei den Schweinen reintun zusammen. Und dann machen wir für die Folge Feierabend, würde ich sagen. Aber das machen wir noch zusammen. So, den stellen wir ab. Also ihr seht hier Walze, Grupper, also Scheibenecke, Tiefengrupper, Tiefenlockerer, Pflug. Hier haben wir zwei Kleinanhänger, die Drehschemen habt ihr gesehen. Sämaschine, Kreiselecke, Maishäcksler. Hier steht unser Tiertransporter drin. Hier steht unser schöner Fendt mit Frontlader, schöne Eicher. Hier haben wir unser Grünzeug, Ladewagen, ein alter Wender, die Messerbalken, Schwader. Und für den Fendt Zusatzgeräte. Und hier hinten haben wir hinterm Schweinestall Güllefass und Miststreuer. Und ein Wasserfass brauchen wir noch. So. Jetzt machen wir aber mal den kleinen Fenty. Der kann nur vorne kippen. Gut. Dann schmeißen wir mal den Raps rein. Sind wir zu weit vor? Ja. Ah, seht ihr, da kommen sie schon gleich und fressen. Den lassen wir jetzt mal hier stehen. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Ei Gude und herzlich willkommen zurück in LS22 auf der Altenstein. Ich habe das Stroh noch beim Kuhstall rein. Und jetzt werden wir zum Tierhändler fahren und mal ein paar Kühe holen. Und dann noch das Wasserfass. Aber das werden wir gleich kaufen. So, einmal hier anhängen und zack, Tierhaltung, aber nicht Selbstfahrer. Nee. Tierhaltung. Das Wasserfass ist eigentlich auch nicht schlecht. Und hat 6000 Liter. Was hat 2082? Sieht schon nach was Tollem aus. So, die 11 haben wir, die 12 haben wir noch nicht vergeben. Dann machen wir das mal. Jep. Und schon haben wir das Wasserfass gekauft. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir unsere Kühe holen. Und dazu müssen wir ins Dorf. Also hier wird man schon durchgeschüttelt. Und zwar ordentlich. Na, ja. Achtung, festhalten. Jupp. Das ist schon geil gemacht von den Texturen und vom Detailgrad hier. Ich mag die Altenstein. Ruhig, entspannt. Zimmer zu weit gefahren. Ja, so eng können wir gar nicht rum mit dem. Das wird interessant. Warten. Ja, du brauchst nicht zu hupen. Kamera geht wieder nicht. Hier ist ein Abladepunkt. Na toll. So, setzen wir mal einen Blinker. Und hier geht's zum Viehhändler. Also hier auch der Marktplatz. Schön animiert alles. Ja, ist ja gut. So, dann fahren wir mal hier zum Viehhändler. Dann wollen wir mal Kühe holen. Ah, wie viel kann man denn aufladen? Holstein, dann nehmen wir ein paar. Fünf Stück passen hier rein. Mach mal doch. Dann direkt gegenüber die Tankstelle. Wir werden uns 10 Holsteiner holen und 10 Brown Swiss. Die Wege sind hier überhaupt nicht weit. Das ist das Schöne.
Das wunderbar schöne. Und die Karte ist einfach nur entspannt. So, meine Mokus. Einmal Milchshake. So, jetzt hoffe ich eigentlich, dass ich da irgendwie rausrum, wie auch immer, komme. Mach mal eine Frontlader hoch. Hier hinten ist das Tiermenü und ja. Also ihr seht, das ist schon eine kleine Herausforderung. Aber es funktioniert. Passt. Millimeter, genau. Auswählen. In den Stall. Jawohl. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja, Stroh hat er angenommen. Mischration brauchen so Heu und Gras. Na toll, also das heißt, wir müssen irgendwie auch noch Mischration herstellen. Aber gut. Das kriegen wir auch noch hin. Aber dann werden wir uns ein paar Strohballen kaufen müssen. Silage kann man ja produzieren, Heu kann man produzieren. Stroh kriegen wir höchstens noch ein paar aus der Sorghum hier so. Aber es wird auch nicht viel geben, ja. So, setzen wir mal eine Blinker. Wir müssen ausholen. Du wartest. Danke, bitte. Die Leute kommen. Ihr seht hier Gespräche, alles richtig toll animiert. Das passt ja wunderbar. So. Brown Swiss. Die haben wir auch schon mal gekauft. Die werden wir dann auch hochbringen zu unserem Kuhstall. Und dann holen wir das Wasserfass und werden anfangen, hier unsere Tierchen zu versorgen. Nee, 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 nee. Aber du willst nicht hier rein. Nee, nee. Komm, fahr. Oh, Postauto. Nicht das nächste noch. Okay, hier darfst du parken. Uiuiui. Abenteuerlich, abenteuerlich. Aber es passt. So. Haben wir noch schnell ein Foto gemacht. Und weiter geht's. Jetzt kommt wieder die abenteuerliche Fahrt.
So. Also im Drehschemel kommt man hier rum. Aber unser Viehwagen ist leider, leider kein Drehschema. Okay. Na, na, na. Ai, bin schon auf vollem Lenkeinschlag. So. Also hier werden wir einiges an Renovierungsarbeiten machen müssen. Das passt ja alles gerade so. So, auswählen, ab in den Stall mit euch. Eigentlich wollte ich hier rechts rum, aber gut. Fahren wir erstmal einmal im Karree. Dann kommen wir da hin mit dem Wagen. So, weil dann stelle ich, bunker ich beim Silo oder ich fahre hier lang. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und Deutz hat ganz schön, aber er schafft's. Hier hinten in die Halle. Weil hier ist ja Durchfahrsilo. Dass der erstmal aus dem Weg steht. Das ist eine Rangiererei hier. Oh, jetzt aber nicht das Glas kaputt fahren. Wir schaffen's, ja, wir schaffen's. So, jetzt können wir auch in die Innenansicht. Hier wollte ich eigentlich hochfahren, ursprünglich. Aber gut. Langsam. So, auf geht's zum Händler Wasserfass holen. Also man wird schon durchgeschüttelt. So, jetzt machen wir mal langsamer hier. Kommt keiner, gut. Jetzt, wo wir leer sind oder wo wir nichts dranhängen haben. Also ihr seht, der Händler ist auch gerade um die Ecke. So, trotz der alten Sachen, ein bisschen moderner darf schon sein. Eigentlich hatte ich von LSFM den Universal Tankpack. Weil wir werden den testen. Den hatte ich noch nie. Und schauen wir mal, wie wir hier so rumkommen.
und ob wir aus dem Brunnen hier Wasser kriegen. Und ob das kostenlos ist. Also hier kostet es Geld. Aber es gibt ja noch eine Wasserfüllanlage. Da fahren wir mal zu deren. Das teste ich jetzt noch mit euch. So, die ist da hinten. Da können wir eigentlich über unser Feld fahren. Ja, durch die Sonnenblumen fahren wir nett. Ich wollte gerade sagen, hier unten ist die. Sollte die sein. So. Über die Wiese darf man ja fahren. So. Hier kostet es auch Geld. Also können wir es auch das nächste Mal am Hof holen. Mein 17er war das Wasser kostenlos. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja, eigentlich sind wir ja zu verwöhnt, weil in Real Life kostet das Wasser ja auch Geld. Und da zahlen wir noch Abwasser. Und da hat er jetzt aber ganz schön fahren wir hier rüber. Jetzt seht ihr, geht der Schlupf runter. Also das Wasserfass am Hof voll machen. Wobei der mit seinen 60, guten 60 PS ja eigentlich gar nicht zu den Schwächsten gehört. Aber gut. Gucken wir gleich mal, testen wir das auf Hoftauglichkeit. So. Hier kommen wir schön rum. Und hier am Schweinestall geht's auch rum. Also ihr seht, interessante Wege zum Fahren. Aber während ich noch mal ein bisschen Wasser hole, sage ich Tschüss und einen wunderschönen Tag. Macht's gut.